Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Ich hatte ja jetzt schon vor kurzem eine Serie angefangen, in der ich die Settings bzw. die Sense von Pro-Playern teste. Nicht nur wegen meiner Stimme oder generell. Ich bin ein bisschen krank, das heißt, ich habe vielleicht heute auch nicht so viel Motivation wie jetzt sonst. Aber auf jeden Fall habe ich heute vor, die Serie weiterzuführen. Wie ja vielleicht einige von euch mitbekommen haben, hat Tayson das Solo FNCS All-Stars gewonnen. Hat jetzt auch 150.000 Euro mitgenommen, also 150.000 Dollar. Was auf jeden Fall extrem, extrem krass ist. Und laut dem Stand ist jetzt Tayson der beste Solo-Spieler überhaupt, den es gerade in Fortnite gibt, liebe Freunde. Und deswegen dachte ich mir, jo, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Wie kann der Typ so gut sein? Ich will heute einfach mal seinen Sensi ausprobieren. Ich benutze nicht seine Keybinds oder so, weil sonst werde ich halt gar nicht spielen können. Ich werde euch einfach nur zeigen, ob seine Sensi generell in Fortnite gut ist. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall mit euch zusammen reinmachen. Wenn euch das ganze Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal. Da tragt ihr meinen Creator Gochanti ein. Und mit seiner Sensi werde ich dann gleich gucken, wie ich bauen kann. Und danach werde ich gucken, ob ich in Solo-Arena einen Win holen kann. So, wir sind ja auf dem einen Video, wo er anscheinend seine Settings zeigen soll. Ich bin jetzt mal gespannt hier. Okay. Da wird sein YouTube und sowas gezeigt. Jetzt hier. Ne, das sind die Settings. Die Binds, ganz wichtig, die nehme ich ja nicht. Ich nehme die Sense einfach nur, um zu gucken, wie gut man mit der Sense letztendlich spielen kann. Jetzt hier DPI. 800, okay. Hier, okay, er spielt 5,7 und 5,4. Also 5,7, 5,4, 34 und 55. Wir stellen das Ganze kurz ein. Übrigens hat mir ein Zuschauer den Account hier zur Verfügung gestellt. Shanti Settings, der Zuschauer ist auf jeden Fall auch unten verlinkt. 5,4, 5,7. Es geht immer von 5,6 auf 5,8. Okay, dann lassen wir 5,8. Das ist auf jeden Fall so nah dran, wie es geht. Ich weiß nicht, warum man das andere nicht einstellen kann, keine Ahnung. Und dann haben wir noch 34 und 55. 34 und 55, perfekt. Und ich würde sagen, mit den Settings gehen wir erstmal in Creative rein und ich schau mal, wie ich jetzt bauen kann. Es wird auf jeden Fall für mich eine sehr niedrige Sensi werden. Oh, mein Chat schreibt gerade andersrum. Ich habe es gerade anscheinend falsch rum gemacht. So, haben wir das ja eingestellt und wir gehen mal in Creative rein. Okay, jetzt hier. Ich bin jetzt drin und ich merke schon, holy moly, ist das eine krasse Low Sense. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Hier, guck mal, wie krass man seine Arme bewegen muss. Wie soll man denn so? Also wie soll ich denn damit klarkommen? Ich bin drin in Creative mit der Low Sense von Tayson. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ein bisschen auf meine Handcam achten. Dann seht ihr, wie schwer es für mich ist. Ey, Junge, also was ist das? Wie soll man denn so? Ey, das ist ja unmöglich. Hey, wie kann man denn damit bauen? Nein, nein, das ist ganz, ganz komisch. Alter, das ist ja wirklich unmöglich, damit gescheit zu bauen. Nee. Das geht nicht. Vor allem Tayson ist ja FNCS-Gewinner. Der Turtle, der hat mit so einer Sense. Wobei, okay, Turtle geht sogar echt gut klar so. Ist nicht gut, ne? Mit meiner normalen Sense wäre es auf jeden Fall besser. Aber nicht so schlecht, Junge. Und ich gehe jetzt gleich in Solo-Arena rein. Ich gucke halt wirklich mal, ob ich Solo-Arena überhaupt irgendeine Chance habe, mit so einem Sense zu gewinnen. Also, hä? Es ist einfach unmöglich. Okay, ich würde sagen, genug jetzt in Creative gebaut. Wir gehen jetzt einfach mal rein in Arena und ich gucke mal, ob ich dann einen oder anderen Win mitnehmen kann. Wir gehen rein in Arena Solo und ich gucke mal, was ich da reißen kann auf 0 Punkten, aber dafür mit einer komplett anderen Sense. Wir gehen einfach rein, Chat, ne? Einfach rein. Landen wir. Wir landen da oben auf dem Turm, holen uns Waffen und dann gehen wir direkt in Pleasant rein und gucken, ob wir die Gegner wegaimen können mit der neuen Sense. Ich würde sagen, wir landen hier mal direkt auf den Gegner drauf. Wenn er mich jetzt bitte nicht weglasert. Okay, er spielt ohne Headset anscheinend. Okay. Haben wir den ersten Kill. Für so Air Battles ist natürlich so eine Sense, die so low ist, ist die natürlich optimal. Okay, wir gehen hier mal rein. Ganz wichtig, ich werde am Ende natürlich auch das Fazit zu den Settings sagen. Also mein persönliches Fazit zu seinen Aim-Settings und so weiter. Das ist schon sehr schwer, Edits zu machen. Schon ultra schwer alles zu machen. Er kommt da einfach rein und sprayt. Okay, aber AR-Aim ist halt wirklich spitze. Also an AR-Aim ist es kaum zu übertreffen, ich bin euch ehrlich. Ja, ne, perfekt. Also, ich war gerade in der Runde drin, mein PC ist gecrashed. Komplett gecrashed, tot, weg, alles gecrashed. Muss jetzt in eine neue Arena-Runde rein. Ich bin nicht mehr gestorben, so, was ist gerade passiert? Also, man sieht, ich habe schon 60 Punkte jetzt hier. So, aber, also, was ich jetzt auf jeden Fall aus der ersten Runde schon mal rausnehmen kann, auch wenn die natürlich jetzt nicht so gut gelaufen ist, weil einfach mein ganzer PC gecrashed ist, ist, dass die Sense für AR-Aim ultra gut ist. Also wirklich, ich habe ja mit der AR wirklich jeden Schuss getroffen. Also, ich würde sagen, ich lande da jetzt einfach perfekt in Lazy drinne. AR-Aim, komm mit der Tayson Sense. Oh mein Gott, AR-Aim ist irgendwie doch nicht so gut. Wo ist dein AR-Aim? AR-Aim! Wuhu! Jeden Schuss getroffen. Kappa.
Okay. Ja, vielleicht ist die Sense ja vielleicht für mich. Da oben auf dem Dach. Komm, da mache ich gar nicht lange rum. Da fliege ich einfach direkt hin. Da wird kein langes Plem-Plem gemacht. Ne? Hullbox. Ey, Junge, hä? Was war das für Pumpets? Ich wusste es, hä? Ja, okay, ja, das war's mit ihm irgendwie. Ich weiß auch nicht, was der Kollege da gemacht hat. Oder was seine Mission war. Sein Ziel, sein Auftrag ist jetzt. Also Pump Aim und so ist die Sense halt übel nice. Hier kennt einer. Ja, doch, Pump Aim ist mit der Sense auf jeden Fall on point. So, ist halt eine Low Sense, ne? Kann halt jetzt nicht so auf krasse Plays gehen. Ich kann halt ein bisschen clean den Gegner Peace controllen, aber das war's dann auch so. Ich kann, also so, sowas hier halt kann ich halt machen, ne? Sowas. Aber ich kann halt nicht irgendwie so einen ultra krassen Quattro-Edit auf den Gegner machen und dann zack. Doch, kann ich anscheinend doch. Ich nehme alles zurück, anscheinend kann ich doch. So, hier irgendwo. Chillig, hä? Was macht die denn? Jungs, hallo. Nein, ihr gehört beide mir. Fullbox. Dead. Hallo. Oh mein Gott, noch mal halt lang. What the fuck? Ist halt echt schwer, sich mit der Sense so schnell umzugucken. Nein, nein. Junge, Junge, Junge. So ein Struggle, ich bin euch ehrlich. Noch geht noch ein Gegner. Alter, hallo. Alter, das ist ja mal mega krass, die Sense. Hä? Das Pump Aim ist ja echt. Das Pump Aim ist ja alles drauf. Ich kann halt zum Beispiel nicht. Also, wenn jetzt ein Gegner hinter mir ist, kann jetzt nicht so direkt so. Okay, kann ich anscheinend doch, Digga, alles gut. Ultra nicer Push. Oh mein Gott, Digga. Hallo, bist du dumm? Was sehe ich hier? Moin. What the fuck? Also, hä? Er wird einfach in der Luft gesniped und bekommt Instant Headshots. Ich habe alles getroffen mit der, ja. Ey, ich war einfach sack, natürlich. Nein. Ja, 1 gegen 1 jetzt hier. Chillig. GG's, Bro. Aber jetzt erstmal Fazit fürs Video. Ich muss sagen, fürs Aim und fürs Peace Control ist die Sense auf jeden Fall verdammt gut. Doch, ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal da. Wenn ihr so Runden, die ich jetzt nochmal spiele, zum Beispiel nicht verpassen wollt, kommt auch gerne auf Twitch vorbei. Da heiße ich Tante Schalthebel 2i. Jetzt würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haut rein und ciao.